Erich von Däniken erzählt Ihnen heute von Flugzeugen aus Stroh, missverstandenen Technologien, Bienengöttern, einem Wallfahrtsort für Außerirdische, Lehrmeistern aus dem All, einem Raumanzug in Stein. Wer die bisherigen Sendungen von mir gesehen hat, ist entweder fasziniert von meiner unkonventionellen Denkweise, vielleicht aber ärgert er sich auch und sagt, das darf man doch nicht tun. Darf man oder darf man nicht? Durch die modernen Verkehrsmittel ist die Welt kleiner geworden und die Kommunikationsmittel ermöglichen es, Dinge auszuloten, für die früher ein Forscherleben nicht genügte. Ich möchte frische, meinetwegen freche Querverbindungen herstellen, ohne jemanden zu verletzen, ohne jemandem irgendetwas aufdoktrinieren zu wollen und auch ohne jeden dogmatischen Zwang. Aber Wissenschaft kommt von Wissen schaffen. Es wäre schön, wenn es gelingt, die Gedankenströme auf neue Möglichkeiten hinzuweisen. Ich demonstriere es Ihnen in einem vergleichenden Beispiel. Jedermann weiß doch, dass Jesus von Nazareth vor 2000 Jahren in Palästina predigte und schließlich von den Menschen hingerichtet wurde. Dafür gibt es die schriftlichen Zeugnisse der Evangelien und der Apostelbriefe. Das Christentum hat sich in viele Erdteile ausgebreitet. Hunderttausende von Kapellen, Kirchen und wunderbaren Kathedralen sind entstanden. Es gibt Altäre mit grandiosen Ölbildern, christliches Kunsthandwerk aus Gold und Silber, Muttergottesstatuen und Kreuzigungsszenen. Eine christliche Kultur ist entstanden mit einer eigenen Musik, beispielsweise gregorianischen Gesängen oder orchestralen Messen eines Johannes Sebastian Bach. Aber haben Sie schon einmal bedacht, dass alle die Künstler und Komponisten, welche ihre Schaffenskraft in den Dienst der Religion stellten, keine Augenzeugen des realen Erlebnisses waren? Kein Architekt einer Kathedrale oder Kirche, kein Stuckateur eines Seitenaltars, kein Krippenschnitzer von Oberammergau beobachtete die Geburt und das Leben Jesu mit eigenen Augen. Kein Michelangelo und kein Johannes Sebastian Bach waren beim Abendmahl persönlich anwesend. Und nicht ein einziger Kunsthandwerker der vergangenen 2000 Jahre hat sich die Bergpredigt live angehört. Sie alle, ausnahmslos, sind Werkzeuge der Überlieferung geworden. Und Jesus selbst? Er ließ nicht einen einzigen Gegenstand zurück, der in irgendeinem Museum der Welt bestaunt werden könnte. Er bekitzelte keinen Fetzen Pergament, drückte seine göttlichen Füße in keine Lehmschicht und hinterließ nirgendwo ein Autogramm mit dem aktuellen Datum römischer Zeitrechnung. Nehmen wir einmal an, in 1000 Jahren der Zukunft würden Archäologen die Überreste von christlichen Kirchen ausbuddeln. Sie würden sehr exakte Datierungen vornehmen und müssten feststellen, dass über eine Zeitdauer von mindestens 2000 Jahren immer wieder dieselben Motive zur Anwendung kamen. Immer wieder finden sie Kreuzigungsszenen, Krippengeburten, Engel und Apostel mit heiligen Scheinen um ihre ehrwürdigen Häupter. Natürlich würden die Fachgelehrten der Zukunft auch Widersprüche feststellen. Eine Muttergottesfigur aus Oberammergau beispielsweise sieht nicht gleich aus wie eine Muttergottesstatue aus Kenia. Und eine Kathedrale von Chartres in Frankreich mit den unvergleichlich schönen Glasmalereien und seiner grandiosen Architektur
ist überhaupt nicht vergleichbar mit der schlichten Betonkirche des Jahres 1992. Die Künstler und Architekten meinten zwar alle dasselbe und drückten es in unterschiedlicher Weise aus. Und da ist noch etwas. Aufgrund der Funde könnten Archäologen der Zukunft zur Ansicht gelangen, Jesus von Nazareth sei mindestens 2000 Jahre lang ununterbrochen über diese Erde gewandelt. Denn über eine Zeitspanne von 2000 Jahren lassen sich diese Kulturdenkmäler nun mal datieren. Nun, wir Christenmenschen wissen, wie alles entstanden ist. Aber werden es die Menschen in 2000 Jahren der Zukunft auch noch wissen? Wie wenig Menschen wissen und wie rasch Missverständnisse entstehen, lässt sich aus dem Zeitalter der Entdeckungen blitzsauber belegen. Als nämlich Christoph Kolumbus im Jahre 1492 auf einer der heutigen Bahamasinseln anlandete, notierte er in sein Tagebuch: Das Volk der Eingeborenen rief uns an und dankte Gott. Einige brachten Wasser, andere brachten uns zu essen. Wir verstanden, dass sie uns fragten, ob wir vom Himmel kämen. Knappe 30 Jahre später, im Jahre 1519, wiederholte sich das unrühmliche Schauspiel in dramatischer Weise. Da war Hernando Cortes mit 11 Schiffen, 100 Matrosen, 508 Soldaten vor der Küste Mexikos aufgetaucht. Cortes wollte sich Respekt verschaffen und ließ eine Kanone über die Häupter der Indios abfeuern. Ungerührt notierte er, die Eingeborenen seien wie tot zu Boden gefallen und es habe lange gedauert, bis sie es wagten, sich wieder zu rühren. Auch Francisco Pizarro wurde in Südamerika von den Inka zuerst einmal als Gott eingestuft. Und selbst dem britischen Captain Cook, das war der, der die Südseeinseln entdeckte, erging es nicht anders. Die Eingeborenen hielten ihn am Anfang für den zurückgekehrten Gott Rongo oder Longo. Ja, heute würden wir sagen, die eingeborenen Stämme seien halt überfordert gewesen. Sie kannten die Technologie der Eroberer nicht. Und so wuchsen die Eroberer in der Vorstellungswelt der Eingeborenen zu Göttern. Wir alle wissen, dass es überhaupt keine Götter gibt und nie welche gab. Dieser Begriff Götter entstand also aus einem Missverständnis heraus. Nun, das war vor Jahrhunderten. Heute kann doch sowas nicht mehr geschehen. Wirklich nicht? Im Frühjahr 1945, damals war Weltkrieg, hatten die Amerikaner das Gebiet um Hollandia in Neuguinea zu einem Basislager ausgebaut. Zeitweise waren dort bis zu 40.000 Soldaten stationiert. Flugzeuge landeten und starteten nonstop, brachten halt Nachschub für den Krieg im Pazifik. Die Buschbewohner, meist Papuas, beobachteten das Treiben der Fremden verständnislos. Sie hatten weder eine Ahnung von Weltpolitik noch von Technologie. Jetzt aber verteilten amerikanische Soldaten immer wieder kleine Geschenke, beispielsweise Schokolade, Kaugummi, alte Schuhe und meinetwegen eine Flasche. Und alle diese Geschenke bekamen bei den Eingeborenen den Namen Cargo. Cargo ist das englische Wort für Ware. Immer mehr Papuas wollten Cargo haben und immer mehr Eingeborene wagten sich aus dem Busch bis an die Ränder des Flughafens. Und was sahen sie? Sie beobachteten, wie große silberne Vögel mit lautem Lärm in die Wolken stiegen. Vermutlich zum Himmel, dachten die. Die Eingeborenen wünschten, dass diese Himmelsvögel direkt auf ihr Stammesgebiet fliegen mögen, damit dort das Cargo ausgeladen werde. Was sollten sie tun, die Eingeborenen? Die Papuas dachten, sie müssten sich nur genauso verhalten wie die Fremden. So entstand auf der Insel Devak ein regelrechter Geisterflughafen mit imitierten Pisten und Flugzeugen aus Holz und Stroh. Im östlichen Hochland von Neuguinea fanden holländische Beamte imitierte Radiostationen und aus Blättern zusammengerollte Isolatoren. Armbanduhren wurden imitiert aus Holz und Eisen. Sogar Stahlhelme aus dem Schildkrötenpanzer entstanden. Die holländischen und die amerikanischen Offiziere betrachteten diese Narreteien ziemlich fassungslos. Sie lachten auch köstlich darüber. Aber die Eingeborenen imitierten tapfer und mit einer unglaublichen Ernsthaftigkeit alles, was sie beobachteten.
Sehr bekannt ist auch ein Erlebnis, das der deutsche Forschungsflieger Hans Bertram bei einer Notlandung in Australien überstand. Er wurde nämlich von den Aborigines nur deshalb nicht getötet, weil er eine Fliegerbrille trug. Derartige Gestalten mit brillenähnlichen Objekten kannten nämlich die Aborigines von ihren Felszeichnungen. Dort allerdings stellten die Zeichnungen die Muttergöttin Wondina dar. Und auch Frank Hurley in den 20er Jahren, das war ein Ethnologe, als er eine Landung mit seinem Wasserflugzeug beim Dorf Kaimari machte, hielten ihn die Eingeborenen für einen Gott. Jeden Abend ruderten sie mit einem Kanu an den Bug des Flugzeuges und opferten dort ein Schwein. Heute vermögen wir über das Verhalten der Eingeborenen nur müde lächeln. Wir haben es besser. Wir wissen mehr. Was haben meine Beispiele aus der christlichen Kultur zu Beginn der Sendung und dem Verhalten von eingeborenen Stämmen mit dem grauen Altertum zu tun? Um etwas Licht in das Dunkel der Vergangenheit zu werfen, nehme ich meine Zeitmaschine. Heute entstehen Kunstgegenstände oft aus religiösen Motiven. Aber dies war im Zweiten Weltkrieg nicht anders, es war im Zeitalter der Eroberungen nicht anders. Und vor Jahrtausenden verhielten sich die Menschen genauso. Ihr jeweiliger Glaube war die Triebfeder für grandiose Bauwerke, für Altäre, Tempel und Pyramiden. Auch die damaligen Künstler waren keine Augenzeugen. Sie meißelten ihre Statuen nicht aus der eigenen Erlebniswelt in den Stein, sondern aus der Überlieferung. Was hier aus dem Urwalddach herausblickt, sind die Pyramidenspitzen von Tikal. Die Ruinenstätte liegt im heutigen Guatemala. Ihre Anfänge gehen auf ca. 1000 vor Christus zurück. So soll es einst ausgesehen haben. Allein in der Zentralzone von Tikal wurden 3000 Bauwerke lokalisiert. Wozu dienten die Pyramiden eigentlich? Waren das Observatorium? Ja, warum dann so viele auf so engem Raum massiert? Oder waren die Pyramiden Gräber? In Tikal hat man keinerlei Gruften unter den Pyramiden gefunden. Waren die Pyramiden Schulen unterschiedlicher Denkrichtung? Wo denn hätten die Dozenten lehren, die Studenten lernen sollen? Auf den Pyramidenplattformen ist sehr wenig Platz. Andere Variante waren die Pyramiden Opferstätten. Nicht in Tikal. Menschenopfer wurden erst in viel späteren Zeiten dargebracht. Oder waren die Pyramiden möglicherweise Mahnmale der Herrscherfamilien? Auch diese Variante kann nicht zutreffen, denn verschiedene Pyramiden wurden nämlich gleichzeitig errichtet. Die Herrscher hätten also miteinander in Konkurrenz gestanden. Tikal war einst eine Stadt, die zur Zeit von Christi Geburt etwa 70.000 Personen beherbergte. Und sie alle brauchten Wasser, Nahrung. Aber in Tikal gibt es kein Wasser. Der nächste See, der heutige Petén-Itzá-See, liegt 40 Kilometer von Tikal entfernt. Weshalb also musste diese prächtige Stadt an diesem unpraktischen Ort erstellt werden? Von einem kleinen Jadeblättchen, das in Tikal gefunden wurde, ließen sich 15 Schriftzeichen entziffern. Und dort steht: Hier ließ sich hernieder der Herrscher der Himmelsfamilie. Mit Verlaub gesagt, welcher Himmelsfamilie? In unserem Jahrhundert sind große Wallfahrtsorte entstanden, beispielsweise Lourdes in Südfrankreich, weil Jugendliche steif und fest versicherten, an dieser Stelle und nur hier sei ihnen die heilige Mutter Gottes erschienen. So wuchs der Boden zum heiligen Grund. War es in Tikal genauso? Ist Tikal tatsächlich irgendwann ein Herrscher der Himmelsfamilie herniedergestiegen und wuchs die Stadt deshalb zu einem Wallfahrtsort heran? Wie könnte dieser Herrscher ausgesehen haben? Ich zeige Ihnen eine Stele aus Tikal. Sie wurde von einem unbekannten Künstler vor ungefähr 2700 Jahren geschaffen. Der Kopf ist abgeschlagen. Mühsam erkennt man gerade noch die Brust mit zwei angewinkelten Ellbogen und die Hände.
Gegen unten betrachtet folgt das Rückenmark, ein breiter Gurt, die Oberschenkel und schließlich die Füße. Aber Hand aufs Herz. Wie objektiv ist eigentlich diese Betrachtungsweise? Wir haben einige Einzelheiten des seltsamen Gewandes, das die Figur trägt, mit Farben versehen. Dabei haben wir nichts verändert, außer die Farben hinzugetan. Jetzt sind deutlich Daumenhandschuhe erkennbar. Das Wesen steckt in einer Art Uniform mit breiten Manschetten an den Handknöcheln. Das Rückenmark entpuppt sich nun als Schlauch, der seitwärts in ein kastenähnliches Gebilde hineinläuft. Und aus den Schuhen wurden Stiefel, aus denen wiederum kuriose Schläuche winden. Die Darstellung, welche Sie hier sehen, zeigt nur den Zentralteil der Stele. Die Anhängsel rechts und links sind zerbrochen. Doch das Gesamtbild wird eher noch verwirrender, noch technischer als der Zentralteil. Ist hier einer der Allmächtigen verewigt worden? Vielleicht von einem Menschen, der nicht mal wusste, was er vor sich hatte. Vergleichbar den Menschen auf Neuguinea, die noch vor 60 Jahren aus einem Wasserflugzeug einen Gott machten. Hat der Künstler vielleicht nicht mal gesehen, was er darstellte, und kannte er die Figur nur aus der Überlieferung? Die Stele wird übrigens von den Archäologen als präklassische Stele bezeichnet. Auf einer anderen Stele aus Tikal sind wiederum die angewinkelten Ellbogen, die Manschetten und die Daumenhandschuhe erkennbar. Doch diesmal ist auch der Kopf mit dem ganzen verwirrenden Aufputz erhalten. Schon eher ein Helm, denn ein Gesicht. Und auch das angebliche Rückenmark fehlt nicht, klipp und klar als Röhre eingeritzt, die keineswegs im Zentrum des Körpers verläuft, wie dies bei einem Rückenmark üblich wäre. Es sind erstaunliche Dinge aus einer Welt, die Jahrtausende zurückliegt. Ganz bestimmt haben die Fachleute recht, wenn sie meinen, hier seien Götter und hohe Priester dargestellt worden. Ich frage nur, was für Götter? Welchen Schmuck, welche Zeremonialgewänder und nachempfundenen Gegenstände trugen die Priester? Der Mensch ist nun mal ein großer Imitator, der auch nachmacht, was er nicht versteht. Über dieser Priesterdarstellung schwebt, wiederum versehen mit technischem Zubehör, einer dieser Götter. Andere Göttergestalten sind von unseren Vorfahren in kugelförmigen Objekten gezeigt worden, aus denen Feuerflammen hervorschießen. Das Motiv dieser niederfahrenden Götter ist weltweit anzutreffen. Eigentlich ganz normal, wird der Kritiker einwenden. Denn woher sollen die Götter sonst kommen, als aus den Wolken? Der Mensch hat nun mal nach oben geblickt und das Heil von oben erwartet. Dieser Standpunkt ist durchaus legitim. Was mich stört, ist nur der technische Beigeschmack. Im Völkerkundemuseum von Berlin stehen gleich beim Eingang einige Stelen, die im letzten Jahrhundert in Guatemala gefunden wurden. Sie zeigen eine Opferszene und Priester, die das herausgerissene Herz nach oben stecken. Dort ist eine durchaus menschliche Gestalt reliefiert. Der Steinmetz wusste also, was er tat. Aber schon auf der nächsten Stele ändert sich das Bild. Wiederum hält ein Priester etwas in der Hand, das eher wie eine Gesichtsmaske aussieht. Doch diesmal schwebt ein göttliches Wesen, von Flammenzungen umringt, nach unten. Die nächste Szene zeigt ein ähnliches Bild. Überdeutlich die von Feuer umgebene Figur, welche über der Szene schwebt. Nun, Fachleute erkennen in solchen Darstellungen eine Ode an den Sonnengott. Und wenn etwas ganz anderes gemeint war? Sind wir vielleicht durch die einschlägige Literatur und durch unsere zielgerichtete Erziehung blind auf einem Auge? Glauben wir nur noch, was in klugen Büchern stehen mag, und haben wir den eigenen Verstand etwas zurückgedrängt? Wäre ich nur im Bereich einer einzigen, sicher ehrenwerten Fachrichtung aufgewachsen, so könnte ich diese Vergleiche nicht ziehen. Ich muss sie ziehen, weil nicht nur die Reliefs, sondern auch die Legenden dieselbe Sprache sprechen, und das weltweit. Tulum zum Beispiel liegt in Mexiko an der karibischen Küste. Es war eine nach Plan gebaute Stadt. Die Hauptstraßen verliefen parallel in Nord-Süd-Richtung und die Tempel erhoben sich gar mehrstöckig wie weiße Leuchttürme über der grün-blauen karibischen See. Heute ist Tulum ein recht trostloser Ruinenort, der etwas abseits der touristischen Route liegt.
die Tempel von Tulum waren, so will es die Lehrmeinung, dem Bienengott geweiht. Kunstvolle Stuckdarstellungen zeigen aber alles andere als einen emsigen Honigsammler, nämlich vom Himmel herabfliegende Gestalten mit durchaus menschlichen Gesichtern. Stets sind die Beine nach oben gerichtet, der behelmte Kopf, sofern er nicht abgeschlagen wurde, weist Richtung Erde. Das Relief im Haupttempel von Tulum ist sehr schwer erkennbar. Immerhin sind die gespreizten Beine zu sehen. Die Schuhe liegen auf so etwas wie Auflagetellern. Die Arme sind angewinkelt und in die Fäuste würde ich am liebsten Steuerknüppel pressen. Selbst die Flügel sind rechts und links stilisiert und der Overall mit Sturzhelm macht den vom Himmel her niederstürzenden Gott perfekt. Eine Biene? Mir scheint, wir haben verlernt zu sehen, was zu sehen ist. Ich erkenne in den Stuckdarstellungen von Tulum missverstandene Technologien. Sicher hat kein Stuckateur irgendwelche Wesen beobachtet, die da Kopf voran aus den Wolken stießen. Doch die religiöse Überlieferung lehrte sie, dass einst Lehrmeister mit rätselhaftem Beiwerk von oben gekommen waren. Diese rätselhaften Lehrmeister hatten versprochen, wiederzukehren und die Menschen erwarteten sehnlichst die Niederkunft jener Allmächtigen aus der Vergangenheit. Im Olmekenpark von La Venta, das liegt bei Villa Hermosa in Mexiko, stehen wuchtige, plumpe Köpfe mit eng anliegenden Helmen. Man fand sie einige Kilometer weit entfernt im Sumpf der Umgebung. Götter? Priester? Krieger? Wir wissen es nicht. Im selben Park ist auch der sogenannte Drachenmonolith zu bestaunen. Hier sitzt die menschliche Gestalt in einem geschlossenen Raum, eben im Drachen. Mit der einen Hand wird ein Stab bedient und über dem Kopf hängt ein viereckiger Kasten. Die andere Hand übrigens trägt ein Körbchen und das verblüfft mich besonders. Denn ähnliche Darstellungen mit Körbchen in den Händen finden wir nämlich im Zweistromland, bei den alten Sumerern und bei den Babyloniern. Und der Drache selbst mit dem aufgerissenen Maul, den wiederum gibt's im alten China. Wollten die Menschen mit dem feuerspeienden Drachen ein Fluggerät darstellen? Zum Abschluss noch die Stele Nummer 3. Sie ist immerhin 4,27 Meter hoch und 2,03 Meter breit. Ärgerlicherweise sind viele Teile der künstlerischen Darstellung abgebröckelt. Was übrig bleibt, reicht. Man erkennt am oberen, rechten Bildrand eine herniederschwebende Gestalt mit eng anliegendem Helm. Die Figur weist mit den Händen belehrend nach unten, während die Beine leicht angewinkelt nach oben zeigen. Sogar das Mikrofon ist im Helm eingebaut. Ein kleines, modernes Kügelchen. Vergleichsweise meine ich, wir haben in unseren Kirchen die herniederfliegenden Engelchen nicht viel anders dargestellt. Und die Künstler, welche die Darstellung auf der Stele Nummer 3 im Park von Villa Hermosa schufen, die haben ihren Gott oder ihre Götter mit ihren Augen betrachtet. Wir tun's mit unseren Augen der heutigen Zeit. Wer garantiert uns eigentlich, welche Augen die richtige Blickrichtung haben? Die Kommunikationsmittel ermöglichen es, Dinge auszuloten, für die früher ein Forscherleben nicht genügte. Ich möchte frische, meinetwegen freche Querverbindungen herstellen, ohne jemanden zu verletzen, ohne jemandem irgendetwas aufdoktrinieren zu wollen und auch ohne jeden dogmatischen Zwang. Aber Wissenschaft kommt von Wissen schaffen. Es wäre schön, wenn es gelingt, die Gedankenströme auf neue Möglichkeiten hinzuweisen. Ich demonstriere es Ihnen in einem vergleichenden Beispiel. Jedermann weiß doch, dass Jesus von Nazareth vor 2000 Jahren in Palästina predigte und schließlich von den Menschen hingerichtet wurde. Dafür gibt es die schriftlichen Zeugnisse der Evangelien und der Apostelbriefe. Das Christentum hat sich in viele Erdteile ausgebreitet. Hunderttausende von Kapellen, Kirchen und wunderbaren Kathedralen sind entstanden.
Es gibt Altäre mit grandiosen Ölbildern, christliches Kunsthandwerk aus Gold und Silber, Muttergottesstatuen und Kreuzigungsszenen. Eine christliche Kultur ist entstanden mit einer eigenen Musik, beispielsweise gregorianischen Gesängen oder orchestralen Messen eines Johannes Sebastian Bach. Aber haben Sie schon einmal bedacht, dass alle die Künstler und Komponisten, welche ihre Schaffenskraft in den Dienst der Religion stellten, keine Augenzeugen des realen Erlebnisses waren? Kein Architekt einer Kathedrale oder Kirche, kein Stuckateur eines Seitenaltars, kein Krippenschnitzer von Oberammergau beobachtete die Geburt und das Leben Jesu mit eigenen Augen. Kein Michelangelo und kein Johannes Sebastian Bach waren beim Abendmahl persönlich anwesend. Und nicht ein einziger Kunsthandwerker der vergangenen 2000 Jahre hat sich die Bergpredigt live angehört. Sie alle, ausnahmslos, sind Werkzeuge der Überlieferung geworden. Und Jesus selbst? Er ließ nicht einen einzigen Gegenstand zurück, der in irgendeinem Museum der Welt bestaunt werden könnte. Er bekitzelte keinen Fetzen Pergament, drückte seine göttlichen Füße in keine Lehmschicht und hinterließ nirgendwo ein Autogramm mit dem aktuellen Datum römischer Zeitrechnung. Nehmen wir einmal an, in 1000 Jahren der Zukunft würden Archäologen die Überreste von christlichen Kirchen ausbuddeln. Sie würden sehr exakte Datierungen vornehmen und müssten feststellen, dass über eine Zeitdauer von mindestens 2000 Jahren immer wieder dieselben Motive zur Anwendung kamen. Uas wollten Cargo haben und immer mehr Eingeborene wagten sich aus dem Busch bis an die Ränder des Flughafens. Und was sahen sie? Sie beobachteten, wie große silberne Vögel mit lautem Lärm in die Wolken stiegen. Vermutlich zum Himmel, dachten die. Die Eingeborenen wünschten, dass diese Himmelsvögel direkt auf ihr Stammesgebiet fliegen mögen, damit dort das Cargo ausgeladen werde. Was sollten sie tun, die Eingeborenen? Die Papuas dachten, sie müssten sich nur genauso verhalten wie die Fremden. So entstand auf der Insel Wewak ein regelrechter Geisterflughafen mit imitierten Pisten und Flugzeugen aus Holz und Stroh. Im östlichen Hochland von Neuguinea fanden holländische Beamte imitierte Radiostationen und aus Blättern zusammengerollte Isolatoren. Armbanduhren wurden imitiert aus Holz und Eisen. Sogar Stahlhelme aus dem Schildkrötenpanzer entstanden. Die holländischen und die amerikanischen Offiziere betrachteten diese Narreteien ziemlich fassungslos. Sie lachten auch köstlich darüber. Aber die Eingeborenen imitierten tapfer und mit einer unglaublichen Ernsthaftigkeit alles, was sie beobachteten. Sehr bekannt ist auch ein Erlebnis, das der deutsche Forschungsflieger Hans Bertram bei einer Notlandung in Australien überstand. Er wurde nämlich von den Aborigines nur deshalb nicht getötet, weil er eine Fliegerbrille trug. Derartige Gestalten mit brillenähnlichen Objekten kannten nämlich die Aborigines von ihren Felszeichnungen. Dort allerdings stellten die Zeichnungen die Muttergöttin Wondina dar. Und auch Frank Hurley in den 20er Jahren, das war ein Ethnologe, als er eine Landung mit seinem Wasserflugzeug beim Dorf Kaimari machte, hielten ihn die Eingeborenen für einen Gott. Jeden Abend ruderten sie mit einem Kanu an den Bug des Flugzeuges und opferten dort ein Schwein. Heute vermögen wir über das Verhalten der Eingeborenen nur müde lächeln. Wir haben es besser. Wir wissen mehr. Was haben meine Beispiele aus der christlichen Kultur zu Beginn der Sendung und dem Verhalten von eingeborenen Stämmen mit dem grauen Altertum zu tun? Um etwas Licht in das Dunkel der Vergangenheit zu werfen, nehme ich meine Zeitmaschine. Heute entstehen Kunstgegenstände oft aus religiösen Motiven. Aber dies war im Zweiten Weltkrieg nicht anders, es war im Zeitalter der Eroberungen nicht anders. Und vor Jahrtausenden verhielten sich die Menschen genauso. Ihr jeweiliger Glaube war die Triebfeder für grandiose Bauwerke, für Altäre, Tempel und Pyramiden. Auch die damaligen ist entweder fasziniert von meiner unkonventionellen Denkweise,
Vielleicht aber ärgert er sich auch und sagt, das darf man doch nicht tun. Darf man oder darf man nicht? Durch die modernen Verkehrsmittel ist die Welt kleiner geworden und die Kommunikationsmittel ermöglichen es, Dinge auszuloten, für die früher ein Forscherleben nicht genügte. Ich möchte frische, meinetwegen freche Querverbindungen herstellen, ohne jemanden zu verletzen, ohne jemandem irgendetwas aufdoktrinieren zu wollen und auch ohne jeden dogmatischen Zwang. Aber Wissenschaft kommt von Wissen schaffen. Es wäre schön, wenn es gelingt, die Gedankenströme auf neue Möglichkeiten hinzuweisen. Ich demonstriere es Ihnen in einem vergleichenden Beispiel. Jedermann weiß doch, dass Jesus von Nazareth vor 2000 Jahren in Palästina predigte und schließlich von den Menschen hingerichtet wurde. Dafür gibt es die schriftlichen Zeugnisse der Evangelien und der Apostelbriefe. Das Christentum hat sich in viele Erdteile ausgebreitet. Hunderttausende von Kapellen, Kirchen und wunderbaren Kathedralen sind entstanden. Es gibt Altäre mit grandiosen Ölbildern, christliches Kunsthandwerk aus Gold und Silber, Muttergottesstatuen und Kreuzigungsszenen. Eine christliche Kultur ist entstanden mit einer eigenen Musik, beispielsweise gregorianischen Gesängen oder orchestralen Messen eines Johannes Sebastian Bach. Aber haben Sie schon einmal bedacht, dass alle die Künstler und Komponisten, welche ihre Schaffenskraft in den Dienst der Religion stellten, keine Augenzeugen des realen Erlebnisses waren? Kein Architekt einer Kathedrale oder Kirche, kein Stuckateur eines Seitenaltars, kein Krippenschnitzer von Oberammergau beobachtete die Geburt und das Leben Jesu mit eigenen Augen. Kein Michelangelo und kein Johannes Sebastian Bach waren beim Abendmahl persönlich anwesend. Und nicht ein einziger Kunsthandwerker der vergangenen 2000 Jahre hat sich die Bergpredigt live angehört. Sie alle, ausnahmslos, sind Werkzeuge der Überlieferung geworden. Und Jesus selbst? Er ließ nicht einen einzigen Gegenstand zurück, der in irgendeinem Museum der Welt bestaunt werden könnte. Er bekitzelte keinen Fetzen Pergament, drückte seine göttlichen Füße in keine Lehmschicht und hinterließ nirgendwo ein Autogramm mit dem aktuellen Datum römischer Zeitrechnung. Nehmen wir einmal an, in 1000 Jahren der Zukunft und der Apostelbriefe. Das Christentum hat sich in viele Erdteile ausgebreitet. Hunderttausende von Kapellen, Kirchen und wunderbaren Kathedralen sind entstanden. Es gibt Altäre mit grandiosen Ölbildern, christliches Kunsthandwerk aus Gold und Silber, Muttergottesstatuen und Kreuzigungsszenen. Eine christliche Kultur ist entstanden mit einer eigenen Musik, beispielsweise gregorianischen Gesängen oder orchestralen Messen eines Johannes Sebastian Bach. Aber haben Sie schon einmal bedacht, dass alle die Künstler und Komponisten, welche ihre Schaffenskraft in den Dienst der Religion stellten, keine Augenzeugen des realen Erlebnisses waren? Kein Architekt einer Kathedrale oder Kirche, kein Stuckateur eines Seitenaltars, kein Krippenschnitzer von Oberammergau beobachtete die Geburt und das Leben Jesu mit eigenen Augen. Kein Michelangelo und kein Johannes Sebastian Bach waren beim Abendmahl persönlich anwesend. Und nicht ein einziger Kunsthandwerker der vergangenen 2000 Jahre hat sich die Bergpredigt live angehört. Sie alle, ausnahmslos, sind Werkzeuge der Überlieferung geworden. Und Jesus selbst? Er ließ nicht einen einzigen Gegenstand zurück, der in irgendeinem Museum der Welt bestaunt werden könnte. Er bekitzelte keinen Fetzen Pergament, drückte seine göttlichen Füße in keine Lehmschicht und hinterließ nirgendwo ein Autogramm mit dem aktuellen Datum römischer Zeitrechnung. Nehmen wir einmal an, in 1000 Jahren der Zukunft würden Archäologen die Überreste von christlichen Kirchen ausbuddeln. Sie würden sehr exakte Datierungen vornehmen und müssten feststellen, dass über eine Zeitdauer von mindestens 2000 Jahren
immer wieder dieselben Motive zur Anwendung kamen. Immer wieder finden Sie Kreuzigungsszenen, Krippengeburten, Engel und Apostel mit heiligen Scheinen um ihre ehrwürdigen Häupter. Natürlich würden die Fachgelehrten der Zukunft auch Widersprüche feststellen. Eine Muttergottesfigur aus Oberammergau beispielsweise sieht nicht gleich aus wie eine Muttergottesstatue aus Kenia. Und eine Kathedrale von Chartres in Frankreich mit den unvergleichlich schönen Glasmalereien und seiner grandiosen Architektur ist überhaupt nicht vergleichbar mit der schlichten Betonkirche des Jahres 1992. Die Künstler und Architekten meinten zwar alle dasselbe und drückten es in unterschiedlicher Weise aus. Und da ist noch etwas. Aufgrund der Funde könnten Archäologen der Zukunft zur Ansicht gelangen, Jesus von Nazareth hat sich in viele Erdteile ausgebreitet. Hunderttausende von Kapellen, Kirchen und wunderbaren Kathedralen sind entstanden. Es gibt Altäre mit grandiosen Ölbildern, christliches Kunsthandwerk aus Gold und Silber, Muttergottesstatuen und Kreuzigungsszenen. Eine christliche Kultur ist entstanden mit einer eigenen Musik, beispielsweise gregorianischen Gesängen oder orchestralen Messen eines Johannes Sebastian Bach. Aber haben Sie schon einmal bedacht, dass alle die Künstler und Komponisten, welche ihre Schaffenskraft in den Dienst der Religion stellten, keine Augenzeugen des realen Erlebnisses waren? Kein Architekt einer Kathedrale oder Kirche, kein Stuckateur eines Seitenaltars, kein Krippenschnitzer von Oberammergau beobachtete die Geburt und das Leben Jesu mit eigenen Augen. Kein Michelangelo und kein Johannes Sebastian Bach waren beim Abendmahl persönlich anwesend. Und nicht ein einziger Kunsthandwerker der vergangenen 2000 Jahre hat sich die Bergpredigt live angehört. Sie alle, ausnahmslos, sind Werkzeuge der Überlieferung geworden. Und Jesus selbst? Er ließ nicht einen einzigen Gegenstand zurück, der in irgendeinem Museum der Welt bestaunt werden könnte. Er bekitzelte keinen Fetzen Pergament, drückte seine göttlichen Füße in keine Lehmschicht und hinterließ nirgendwo ein Autogramm mit dem aktuellen Datum römischer Zeitrechnung. Nehmen wir einmal an, in 1000 Jahren der Zukunft würden Archäologen die Überreste von christlichen Kirchen ausbuddeln. Sie würden sehr exakte Datierungen vornehmen und müssten feststellen, dass über eine Zeitdauer von mindestens 2000 Jahren immer wieder dieselben Motive zur Anwendung kamen. Immer wieder finden Sie Kreuzigungsszenen, Krippengeburten, Engel und Apostel mit heiligen Scheinen um ihre ehrwürdigen Häupter. Natürlich würden die Fachgelehrten der Zukunft auch Widersprüche feststellen. Eine Muttergottesfigur aus Oberammergau beispielsweise sieht nicht gleich aus wie eine Muttergottesstatue aus Kenia. Und eine Kathedrale von Chartres in Frankreich mit den unvergleichlich schönen Glasmalereien und seiner grandiosen Architektur ist überhaupt nicht vergleichbar mit der schlichten Betonkirche des Jahres 1992. Die Künstler und Architekten meinten zwar alle dasselbe und drückten es in unterschiedlicher Weise aus. Und da ist noch etwas. Aufgrund der Funde könnten Archäologen der Zukunft zur Ansicht gelangen, Jesus von Nazareth sei mindestens 2000 Jahre lang ununterbrochen über diese Erde gewandelt, wie eine Muttergottesstatue aus Kenia. Und eine Kathedrale von Chartres in Frankreich mit den unvergleichlich schönen Glasmalereien und seiner grandiosen Architektur ist überhaupt nicht vergleichbar mit der schlichten Betonkirche des Jahres 1992. Die Künstler und Architekten meinten zwar alle dasselbe und drückten es in unterschiedlicher Weise aus. Und da ist noch etwas. Aufgrund der Funde könnten Archäologen der Zukunft zur Ansicht gelangen, Jesus von Nazareth sei mindestens 2000 Jahre lang ununterbrochen über diese Erde gewandelt. Denn über eine Zeitspanne von 2000 Jahren lassen sich diese Kulturdenkmäler nun mal datieren. Nun, wir Christenmenschen wissen, wie alles entstanden ist. Aber werden es die Menschen in 2000 Jahren der Zukunft auch noch wissen? Wie wenig Menschen wissen und wie rasch Missverständnisse entstehen,
lässt sich aus dem Zeitalter der Entdeckungen blitzsauber belegen. Als nämlich Christoph Kolumbus im Jahre 1492 auf einer der heutigen Bahamasinseln anlandete, notierte er in sein Tagebuch: Das Volk der Eingeborenen rief uns an und dankte Gott. Einige brachten Wasser, andere brachten uns zu essen. Wir verstanden, dass sie uns fragten, ob wir vom Himmel kämen. Knappe 30 Jahre später, im Jahre 1519, wiederholte sich das unrühmliche Schauspiel in dramatischer Weise. Da war Hernando Cortes mit 11 Schiffen, 100 Matrosen, 508 Soldaten vor der Küste Mexikos aufgetaucht. Cortes wollte sich Respekt verschaffen und ließ eine Kanone über die Häupter der Indios abfeuern. Ungerührt notierte er, die Eingeborenen seien wie tot zu Boden gefallen und es habe lange gedauert, bis sie es wagten, sich wieder zu rühren. Auch Francisco Pizarro wurde in Südamerika von den Inka zuerst einmal als Gott eingestuft. Und selbst dem britischen Captain Cook, das war der, der die Südseeinsel entdeckte, erging es nicht anders. Die Eingeborenen hielten ihn am Anfang für den zurückgekehrten Gott Rongo oder Longo. Ja, heute würden wir sagen, die eingeborenen Stämme seien halt überfordert gewesen. Sie kannten die Technologie der Eroberer nicht. Und so wuchsen die Eroberer in der Vorstellungswelt der Eingeborenen zu Göttern. Wir alle wissen, dass es überhaupt keine Götter gibt und nie welche gab. Dieser Begriff Götter entstand also aus einem Missverständnis heraus. Nun, das war vor Jahrhunderten. Heute kann doch sowas nicht mehr geschehen. Wirklich nicht? Im Frühjahr 1945, damals war Weltkrieg, hatten die Amerikaner